Und herzlich willkommen zu meinem Unboxing. Ich habe Post bekommen heute und zwar von Tatatata. Ihr seht es, hier kann man es gut lesen. Blumex Diamond Painting Deutschland. ihr seht, das neue Logo ist jetzt auch schon auf der Banderole hier mit drauf. Finde ich sehr gut. Und ich habe die Woche einfach mal bestellt gehabt, denn ich hatte, ja, ich habe schon seit langem ein Bild auf meiner Wunschliste immer im Auge gehabt. Und es gab es jetzt eine ganze lange Zeit und es gab es immer noch. Und ich dachte mir, bevor es irgendwann ausverkauft ist, schlage ich zu. Denn es ist wieder total mein Beuteschema. So, und ja, vor allen Dingen von den Farben her. Ich konnte halt einfach nicht anders. Und da ich noch was anderes gebraucht habe, nämlich noch was zum Aufbewahren, habe ich jetzt zugeschlagen. Es freut mich sehr, dass das so schnell ging. Ich habe am Donnerstag habe ich bestellt und ja, heute am Samstag war es da. Na, es kommt ja vom Norden sozusagen zu mir nach Süddeutschland. Dauert immer meistens 2 Tage. Ging auch schon mal 1 Tag, aber meistens dauert es bei mir 2 Tage. Aber das ist absolut kein Problem. Wir haben wieder viel Füllmaterial, sowas finde ich immer sehr gut. Und da ist auch schon da ist auch schon das Wichtigste und Tollste, was mit dabei war. Und der eigentliche Bestellgrund ist auch noch irgendwo mit da drin. Und der ist hier. Also ich habe wirklich sehr viel, wir machen Lärm, sehr viel Verpackungsmaterial. Wie seht ihr das? Ich habe irgendwo noch was Kleines. So, jetzt habe ich mal einen ganz kurzen Schnitt gemacht, weil das war einfach zu laut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn hier heute ein bisschen wieder so Sonne-Schatten-Mix ist. Die Sonne geht gerade unter. Und der Kater, der hat sich auch schon in den Karton verkrochen. Das heißt, wenn es jetzt im Hintergrund laut ist, Katze und Karton, ne? Viele der Katzenbesitzer kennen das. Also ihr habt das schon gesehen, es ist ein Bild aus der Eigenproduktion dabei. Und ich habe mir nochmal einen so einen großen Koffer mitbestellt. Denn ich finde die Dinger einfach sowas von saugenial und praktisch. Und bei Diamond Painting Deutschland gibt es die mit den großen Tütchen und das finde ich richtig, richtig toll. Jetzt gucke ich aber nochmal ganz kurz. Gar nicht. Und da auch nicht, weil ich hatte nämlich noch was Kleines mitbestellt. Und ich denke mal, das ist vielleicht irgendwo hier in dem vielen Papier mit drin. Deswegen machen wir nochmal einen ganz kurzen Tick. Okay, ihr Lieben, jetzt habe ich unten nicht Lärm gemacht. Und ich habe jetzt erstmal alles befreit. Wir haben hier nämlich ein Josephine Wall. Es ist das Call of the Sea und ich finde das so wunderschön. Es hat 225 Farben, es hat eckige Steine und ich habe das Bild mal gesehen und habe mich drin verliebt. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Natürlich gucken wir uns das Bild noch in Ruhe an und auch die Farben. Es ist eine Eigenproduktion, selber gedruckt bei den Blüms. Bin ich immer sehr mit zufrieden. Ich selber habe jetzt meine 3. Eigenproduktion. Es ist mein 2. Josephine Wall. Und insgesamt die 3. Eigenproduktion, ja. Ich bin begeistert. Was habe ich mir sonst noch mitbestellt? Ich habe noch einen Koffer gebraucht. Denn jetzt stehen noch ein paar Projekte an, wo ich einfach gerne die Farben wegsortieren möchte. Deswegen habe ich einfach noch mal einen gebraucht. Sind gerade wieder da. Die sind ja manchmal doch ausverkauft. Deswegen habe ich noch mal zugeschlagen. Und ich würde sagen, wir gucken da gleich mal rein. Da.
kennt ihr ja von mir schon, die benutze ich sehr, sehr gern. Und ich habe mir hier einen mit schwarzem Rand geholt. Ja, die sind wirklich super stabil, super schön breit. Man hat hier auch so einen Henkel dran. Hopp, na, geht richtig gut. Heißt, kann man auch mal mitnehmen, wenn man mal irgendwo verreist oder wie auch immer. So, und ich mache es natürlich wieder falsch auf. Wir haben hier auch Labels dabei, was sehr schön ist für diese runden Döschen. Und was ich richtig gut finde auch, ist hier dieses Netz, was da auch immer mit im Koffer drin ist. Da, wenn man nämlich mal dann doch nicht alle Steinchen hier reinbekommt, kann man seine Reststeinchen hier in das Netz tun, in den oberen Teil vom Koffer. Und alles ist gut aufgeräumt. Oder halt sein Toolkit. Ich habe da schon verschiedenste Varianten bei mir genutzt. Labels. Wir haben insgesamt 60 Fläschchen. Ich finde die toll. Das sind sogar die richtig schön großen Fläschchen. Und die sind aus ganz normalem Plastik. Sehr stabil, können runterfallen, geht nichts kaputt. Einfach perfekt. Also ich nutze die wirklich saugern. Und ihr werdet demnächst wieder ein Kittingamt sehen, wo wir diesen Koffer einfach dazu brauchen. Was ich mir noch mitbestellt habe, ja, nicht das Mao-Am. Mao-Am oder Haribo, so eine kleine Tüte, kriegt man bei Diamond Painting Deutschland immer mit dazu, wenn man bestellt. Ich habe mir nochmal so einen Trichter bestellt. Da habe ich schon einen, aber ich wollte einfach noch meinen zweiten haben, weil ich bin so ein Schussel, ich verlege die Dinger gerne. Und diesen Trichter tut man einfach oben auf die Fläschchen drauf und dann kann man perfekt die Steinchen reinschütten. Sehr nettes Gimmick, kostet nicht viel. Ich glaube 2 Euro oder so. Also dafür ist es wirklich echt praktisch. Und sowas kann ich immer gebrauchen. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So. Und das da, das gönne ich mir dann heute Abend beim Fernsehen gucken oder beim Pinten. Schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich heute mache. Ja. Arbeitet ihr auch mit solchen Koffern? Also die Koffer sind für mich mit einer der liebsten Varianten, Steinchen wegzusortieren für ein aktuelles Bild. Und das ist jetzt, glaube ich, mein 5. oder 6. Koffer sogar. Also ich mag die, ich bin von denen überzeugt und ich habe mir gesagt, bis 10 Stück kann ich mir gönnen, weil ich bin leider so ein Mensch, der sehr viele Bilder anfängt. Und ja, ne? Wisst ihr ja, aber gerade für YouTube finde ich es einfach toll, wenn wir immer ein bisschen Abwechslung haben. Und ich bin auch ein Mensch, ich muss es zugeben, selbst würde ich kein YouTube machen, würde ich wahrscheinlich mehrere Bilder gleichzeitig painten, weil ich möchte immer genau das Bild an dem Tag painten, worauf ich gerade Lust habe. Ne? Und egal, ob das jetzt rund oder eckig ist, ist das jetzt strass oder ist es ein farbenfrohes Bild oder eher ein dunkles Bild. Ich möchte da die Wahl haben und das lasse ich mir immer offen. Und damit trotzdem alles ordentlich sortiert ist, brauche ich natürlich immer viel Platz, um meine Steinchen gut aufzuräumen. Okay, ich warte jetzt noch ein bisschen. Denn das Bild hier, das möchte ich natürlich nicht unboxen, während hier gerade voll die Sonne drauf knallt. Weil jetzt kommt hier die Sonne richtig rum, aber die sollte auch demnächst irgendwann untergehen. Und dann schauen wir da rein, meine Lieben. Und schon ist die Sonne weg. In Wirklichkeit haben wir es jetzt schon ein paar Tage später. Ich habe es noch nicht geschafft, das Bild in Ruhe auszupacken. Das machen wir jetzt. Wir haben es jetzt Samstag und ich freue mich drauf, hier jetzt endlich reinzuschauen. Wir machen das mal auf. Ich liebe ja solche Rollen. Every Moment verschickt das ja auch. Und wir haben hier eckige Steinchen. Und natürlich auch ein Hoppala Toolkit. Und schaut euch diese Farben an. Ich liebe diese Farben. Und das zweite Paket. Auch wieder
Stahl. Meine warm. Und nochmal ein drittes Tütchen. Mit ganz viel Grün und Blau. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann mal mein erstes Josephine Wall einsortiere. Das wird bestimmt ein Fest. Das machen wir auf jeden Fall zusammen. Und ja, mal schauen. Ja, also so viele Steinchen zu organisieren ist immer ein ziemlicher Akt. Was immer noch mit hier dabei ist, ist so ein, ja, mehrere Zettelchen. Auf dem ersten haben wir eine riesengroße Legende mit allen Symbolen und Farbnummern, DMC-Nummern und wie viel Päckchen wir dabei haben. Auf dem zweiten auch. Und auf dem dritten sind auch noch mal drei Symbole. Ne? Also das seht ihr, wie viele Symbole, unterschiedliche Symbole dieses Bild hat. Was noch auch mit dabei ist, was ich richtig toll finde, sind schon Sticker mit Symbol und DMC-Nummer für unsere Aufbewahrungen. Da freue ich mich richtig tierisch, dass es sowas Schönes dabei gibt. Und ihr seht, wir haben da unter anderem einen Fuß, einen Schraubenschlüssel, eine Mülltonne, ein Pac-Man, ein Apfel. Ja, ich bin ein iPhone-User. Und natürlich haben wir da auch ein iPod. Ein Kleeblatt. Ein Auto. Viele, viele verschiedene Sachen. Das finde ich auch cool. Der lächelt ganz, ganz zart. Ja, ein Papierflieger. Da. Zwei Papierflieger. Drei Papierflieger. Oh, das sind ja zwei wunderschöne Symbole. Na, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nichts verwechselt, weil natürlich bei so vielen Symbolen, hey Timmy, mach nicht zum Lärm, dass man da nicht durcheinander kommt. Da ich das Bild jetzt noch nicht anfange, tue ich diese Blätter dann in eine Glassichtfolie. Ich habe da einen direkten Ordner drin, da habe ich solche Sachen immer gleich ordentlich verpackt. Das Projekt steht ja immer perfekt mit dabei. Ja, und 225 Farben. Das wird sehr interessant. So. Wir gucken natürlich unser Toolkit auch gleich noch mit an. Und wir haben dabei ein schönes, ausführliches Toolkit. Wir haben einen einfachen Stift, allerdings nicht in rosa. Und das finde ich schön. Das ist dieser milchig transparent mit Glitzer. Wir haben auch einen lilanen Squishy dazu. Eine schöne Pinzette mit breitem Aufsatz. Wir haben sogar zwei Mehrfachsätze, einen Vierer. Mit dem arbeite ich gern. Und einen Neuner, einen breiteren, aber die nutze ich selber nicht. Vor allen Dingen keine Neuner. Also bei mir ist Vierer das Maximale, was ich nutze. Und eigentlich auch nur entweder die weißen Schmalen oder die Metallaufsätze. Bis zu vier ist für mich in Ordnung. Aber mehr nutze ich nicht, weil ich nutze ja ganz wenig Mehrfachaufsätze. Ich lege ja eher einzeln. Ja, ein Wachsblättchen ist mit dabei und ein weißes Schiffchen mit schönen Schnabel. Ja, also, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Und auch in einem wunderschönen, wieder verschließbaren Tütchen mit dem Logo von Diamond Painting Deutschland. Aus Liebe zum Detail. Passt perfekt. Ich räume jetzt mal die Steinchen hier noch zur Seite und wir machen uns direkt mal über die Leinwand her. Wenn ich so eine Leinwand ausrolle,
mache ich hier einmal komplett die Klebeschicht ab, damit sich das schön glatt legt. Und danach rolle ich das auch nicht wieder zusammen und tue das in die Hülse hier rein, sondern ich hänge das auf meine Kleiderstange. Ich habe so eine mobile Kleiderstange mir besorgt von IKEA. Da habe ich all meine Bilder drauf mit so einer doppelseitigen Klebefolie und alle Bilder, die ich angefangen habe. Und ja, so mache ich das. Und jetzt zeige ich euch dieses tolle Bild. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Was richtig schön ist, dass hier oben auch nochmal drauf steht, dass es, welches Bild es ist, wie groß es ist und dass es natürlich auch offiziell lizenziert ist. Ich sage, solche Bilder kosten immer ein bisschen mehr, denn Diamond Painting Deutschland hat die Lizenzrechte an diesen Bildern natürlich gekauft, an solchen Künstlerbildern. Und das finde ich wirklich toll. Ich mag es, wenn man lizenzierte Ware bekommt, wo auch der Künstler natürlich dann was davon hat. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hier machen. Ist auch, relativ groß. So. Und es ist riesig. Und selbst für diesen Tisch ist es schier zu groß. Okay. Ich glaube, ich lege es unten auf den Boden und dann gucken wir uns das genauer an. So, meine Lieben, ich habe jetzt mal die Folie komplett abgemacht. Das sollte man nicht tun, wenn man die Folie dann wieder drauf tun möchte. Ich werde allerdings die Folie mit Backpapier ersetzen, weil ich damit einfach besser klarkomme. Das sind ja kleine Backpapier-Sheets, die ich nutze. Und vor allen Dingen kann ich euch das Bild mal so richtig schön zeigen und ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert und glücklich und ich würde am liebsten jetzt sofort anfangen. Ihr seht auch nochmal hier an der Seite, wie riesig die Legende ist. Die werde ich mir abschneiden. Genauso wie hier unten haben wir noch ganz viel Leinwand. Das werde ich mir natürlich auch einkürzen. Und ja, da oben haben wir nochmal alles Wichtige stehen. Ja, wen haben wir denn da? Ein Timmy. Ja, der tapst hier auch mit rum. Ich zeige euch mal den Druck. Na, also ich bin von dem Druck megamäßig begeistert. Das sieht echt toll aus. Noch mal ein bisschen hier rüber. In das Dunklere. Und jetzt macht jemand Lärm. Ja, wir haben Samstag. Und das ist ein wunderschönes Konfetti. Das wird bestimmt sehr interessant werden. Hier ist ihr Arm. Da haben wir nochmal ihr Gesicht. Die wunderschöne große Muschel. Ich bin verliebt. Wir werden jetzt mal noch das Backpapier hier drauf tun. Dann seht ihr mal, wie ich das dann verräume. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und schon ist Operation Backpapier abgeschlossen. Ihr seht, ich habe so kleine Backpapier-Sheets, die kann man dann wunderschön da drauf kleben. So hat man auch gleich eine schöne Unterteilung, muss nichts schneiden. Ich mache das einfach, weil ich diese dicke Folie nicht mag. Muss ich zugeben. Und so ist es mir persönlich einfach lieber. Das ist jetzt nichts, was ihr machen müsst. Also so eine Sachen solltet ihr euch auch überlegen, ob ihr da die Folie komplett abzieht oder so, ne? Weil wenn da irgendwas passiert, das ist dann Anwendungsfehler, ne? Das sollte man einfach noch mit dazu sagen. Ihr seht, ich habe mir hier noch so einen Bügel hingelegt. So hänge ich mir nämlich meine Bilder auf. Die klippe ich da einfach dran und schon hängen die dann mit an meiner Kleiderstange, wo alle anderen Bilder auch mit dran hängen. Da wird es auch irgendwann noch mal ein Video dazu geben. Ich denke mal im Herbst, Winter. Das wird nämlich ein etwas größeres Video mit ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Arbeit.
Und, aber ich denke mal, das ist für andere auch ziemlich interessant. Habt ihr denn auch schon mal ein JW gemacht, also ein Josephine Warble? Ich finde die ja, ich finde nicht alle Motive toll, aber die zwei Motive, die ich jetzt habe, da habe ich mich wirklich so drin verliebt. Und ich bin halt wirklich begeistert. Vor allen Dingen auch von diesem Druck mit den vielen Farben und die Leinwand, die ist. Ich zeige das euch nochmal ein bisschen. Die ist auch wunderschön von der Qualität her. Na, da haben wir auch schon wieder Katzenhaare drauf. Ja, und das packe ich dann weg. Und was wir aber nochmal machen, wir schauen uns natürlich auch nochmal die Steinchen ein bisschen genauer an. Das kommt jetzt dann zum Schluss. Jetzt sind wir wieder zurück am Tisch. Die Steinchen liegen parat. Da gucken wir uns jetzt mal ein, zwei Farben an. Im Schiffchen. Wir haben hier Harzsteinchen und ich zeige euch dann, wie ich die Steinchen von so Projekten, die ich noch nicht anfange, wegsortiere. Ich kann ja die Steinchen nicht an die Bilder hängen, an die Kleiderstange. Und damit ich das alles wieder ordentlich finde, habe ich da so ein bisschen mein System. Ja, und das zeige ich euch dann einfach ein bisschen mit. Also, unsere Steinchen. Was ich richtig gut finde, die Steinchen, die sind hier auch immer nach DMC-Nummer sortiert. Das heißt, wenn man die anfängt einzusortieren, kann man da wirklich mit der untersten oder mit der kleinsten Farbe anfangen. Das ist dann diese Tüte hier hinten. Da haben wir die 300, da haben wir dann die 600. Dann würde man sozusagen wahrscheinlich mit diesen Tütchen dann anfangen, oder mit dieser Reihe. Dann haben wir auch wieder hier oben die niedrigere Nummer und hier unten haben wir dann die 900 und dann geht es hier weiter mit der 3011 bis hin zur 3866. Na, also das ist schon mal sehr schön. Da sollte man ein bisschen drauf achten, dass man da nicht durcheinander kommt. Dann kann man das wirklich Step by Step ordentlich wegräumen. Das finde ich mal sehr, sehr toll. Und wir fangen direkt hier an. Und nehmen uns da einfach mal zwei, drei Tütchen raus. Ich liebe halt einfach Harzsteinchen und bin echt sehr begeistert davon. Wir haben hier zum Beispiel die 646. Das ist so ein schönes Braun. So braun-grau, ne? Ziemlich gedecktere Farbe. Und wir sparen auch gar nicht so mit dem Steinchen. Richtig schön rein. So. Und da haben wir sie. Ihr seht, wie schön die funkeln und glitzern. Ich habe hier zwei Steinchen, da ist so ein kleines Löchlein drin. Das ist bei Harzsteinchen normal, das kommt manchmal vor. Aber in der Regel sind das immer nur einzelne Steinchen. Die kann man aussortieren. Ihr kriegt immer gut genügend Steinchen mit dazu, dass man auch mal ein klein bisschen Ausschuss mit aussortieren kann. Aber ansonsten, ihr seht, die sind alle richtig schön gleichmäßig groß und wie schön die hier in der Rille liegen. Na, also absolut tolle Qualität. Ich würde so gerne anfangen. Aber wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem, werde ich das Video direkt gleich schneiden und dann mache ich mit den Scary Cats weiter. So, wir nehmen nochmal eine andere Farbe, die wir uns anschauen. Und zwar nehmen wir muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann das Tütchen auch wieder an die richtige Stelle bringe. Also es sind halt so viele Tütchen. Wir nehmen hier diese wunderschöne Farbe. Schaut sie euch an. Ah. So ein ja, leichtes Grün. Ein sehr helles Grün.
Haben wir jetzt ein bisschen viel reingetan. Aber das macht nichts. Auch hier seht ihr, da sind die Steinchen wunderschön. Hier hat sich ein kleiner Grauer mit reingeschlichen. Aber qualitativ wirklich sehr hochwertig. Und sie glitzern auch. Harzsteinchen glitzern ja auch mehr als Acrylsteinchen. Und vor allen Dingen ist das Schöne an Harzsteinchen, hoppala, wenn man sie nicht daneben schüttet, die sind einfach alle gleich groß. Das ist nicht so wie bei Acrylsteinchen, dass die so ein bisschen verformt sind, sondern die haben eine gleichmäßige Größe und sind nicht mal kleiner, mal größer. So. Bin heute wieder am Zittern. Ihr merkt das ein bisschen. Aber das liegt einfach nur daran, dass ich heute ein bisschen zu viel Kaffee getrunken habe. Ich habe heute schon 2 Tassen Kaffee im Tuss. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, mir reicht eine Tasse Kaffee komplett aus. Ich mache jetzt noch ein bisschen Lärm. Guck mal, wo ungefähr das Tütchen jetzt hier drin war. 369 haben wir. Da haben wir die 370. Und ab. Das heißt, dieses Tütchen kommt da hinein. So. Jetzt gucke ich mal. Alles wieder schön zusammenbekommen. Okay, wie tue ich jetzt diese 3 Päckchen aufbewahren? Ich habe mir jetzt einfach einen Zettel gemacht, schön in Neonrosa. Da habe ich JW und Call of the Sea drauf geschrieben. Dann weiß ich, okay, es ist ein Bild von Josephine Wall und auch welches. Fällt schön auf. Und ich habe hier eine A4 Dokumentenmappe, so eine Meshmappe. Da tue ich mir einfach die mit reinlegen. Da passen die alle super gut mit rein. 1, 2, 3. Und das hier lege ich mir hier dann so drauf. Kann man auch ein bisschen durch den Meshstoff dann sehen. Kann man schön zumachen und dann ist das gut aufgeräumt. Ich selber habe ja ein paar Expedit oder Kallax Regale mit solchen Einschiebern und da tue ich dann diese Mappen aufbewahren, wo ich meine Steinchen drin habe. Ja, mehr ist es gar nicht. So lagere ich großteils meine Sachen. Nicht nur so, weil da reicht der Platz nicht ganz, aber bei vielen einigen Projekten. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch schon ein Josephine Wall Bild mal gemacht habt und wenn ja, welches. Und ich möchte auch jetzt irgendwann im Herbst, Winter mal ein Josephine Wall anfangen. Ich habe 2 Bilder zur Auswahl. Das hier und das Joy de Vivre, wenn man das richtig ausspricht. Ich kann leider kein Französisch. Und die 2 Bilder, die stelle ich euch nochmal in einem separaten Video vor. Und dann könnt ihr abstimmen, welches Bild wir machen wollen. Ich habe einen Favoriten. Ich habe auch schon ein paar Mädels gefragt. Wir sind bisher einstimmig, welches Bild es werden soll. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, möchte ich euch hier in meinen Videos auch noch fragen. Und in der Facebook-Gruppe frage ich da auch nochmal nach. Und dann gucken wir mal, welches Bild das Rennen macht. Und das fangen wir dann an. Okay. Jetzt aber wirklich, danke fürs Reinschalten und lasst mir doch gerne einen lieben Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn man irgendwas besser machen kann. Ne? Kritik, auch sehr gerne, konstruktive Kritik lese ich sehr gern und versuche dann auch etwas besser zu machen. Schreibt mir das doch auch gerne mit unten in die Kommentare rein. Und falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann
Lass doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos hier auf meinem Kanal. Ciao, ihr Lieben!